Herr Vorsitzender, danke, Herr Kanzler, Kollegen im Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren zu Hause vor den Bildschirmen. Was bezeichnet war, war vorher, wie der Kollege Bröller von uns rausgegangen ist und seine Rede begonnen hat, hat er gesagt, es gibt Menschen in diesem Land, die müssen sich am Monatsende schon langsam entscheiden, ob sie essen oder heizen, und es werden immer mehr. Und auf einmal kommt von hinten von der ÖVP, ja, ja, genau. Jetzt denken wir, Leute, ich weiß es nicht, wo lebt ihr? Wo lebt ihr? Jetzt war die Aktion mit der Frau Baumgartner, glaube ich, heißt die Nationalratsabgeordnete, die auch sagt, die Leute bilden sich die Teuerung nur ein, weil die Opposition so hetzt. Da werden es wahrscheinlich nicht nur uns gemacht haben, sondern auch die SPÖ. Dann gibt es in Sierndorf einen Bürgermeister, der jetzt beim, ich weiß jetzt nicht, was Report oder Schauplatz im Fernsehen allen Ernstes sagt, na, die Leute so viel jammern, das sind nicht die was genug verdienen, weil er weiß ja, was die Leute verdienen, und es ist gar nicht so schlimm, also die Leute jammern viel mehr. Und dann so eine Aktion, dann denke ich mir wirklich, in was für einer Welt, meine Damen und Herren, lebt die ÖVP? Das weiß ich schon, dass wir hier herinnen das Glück haben, dass es uns nicht so schlecht geht. Wir verdienen da herin nicht so schlecht, und die meisten von uns haben sogar noch einen zweiten Job und verdienen dadurch sogar vielleicht sehr gut. Aber das trifft doch nicht auf den Großteil der Bevölkerung zu. Bitte wacht endlich einmal auf. Und weil es heute angesprochen wurde, es war die Anfragebeantwortung, ja, die Beantwortung war jetzt nicht so ausführlich, aber ich muss sagen, ich bin jetzt daher. Kanzler und ich werden wahrscheinlich nicht mehr die besten Freunde werden, aber trotzdem muss ich sagen, seine Ausführungen vorher, die waren zumindest einmal gut. Und auch wenn ich nicht immer seiner Meinung bin, er hat sich Zeit genommen, und auch das muss man nach einem Tag, den er so hinter sich hat, im Untersuchungsausschuss, muss man das einmal vielleicht auch positiv erwähnen. Aber bei der Sanktionspolitik, Herr Kanzler, muss ich Ihnen ganz klar widersprechen, aus einem ganz bestimmten Grund. Nicht nur, so wie es immer wieder von uns auch betont wird, dass die Sanktionen uns härter treffen als andere, sondern wen glauben Sie, treffen denn die Sanktionen in Russland? Glauben Sie, treffen den Putin? Ich habe gerade vorhin in der Krone online gelesen, der reichste Mann Russland beklagt, dass er Millionen verliert. Das ist so, wie wenn uns ein Zehner runterfällt. Das ist für den gar nichts. Wissen Sie, wer leidet? Die Ärmsten der Armen. Das sind die leiden. Und der Plan, und das hat ja auch die Frau Edtstadler gesagt, der Plan ist es, den Druck in der Bevölkerung, denen in Wahrheit die Daumenschrauben in Russland so anzudrehen, dass sie dann auf die Straßen gehen. Und wissen Sie, was dann passiert? Sie wissen, oder Sie sagen, wie böse und gemein der Putin immer ist. Sie wissen genau, der wird die mit aller Gewalt niederschlagen. Und dann werden Sie sich hier schon sagen, ma, wie arg, der Putin schlägt die Leute nieder. Ja, Sie provozieren ja genau das, dass das passiert. Das ist das Schlimme. Sie wissen es und Sie machen es trotzdem. Und dann ein Punkt zu Corona. Ich weiß, die ÖVP will es nicht mehr hören, weil wir haben ja heute gehört, das ist kein Thema mehr, das noch aktuell ist. Ja, aber das ändert nichts dran. Sie haben zweieinhalb Jahre lang die Leute drangsaliert in dem Land. Glauben Sie, wir vergessen das so einfach? Glauben Sie, die Leute vergessen das einfach? So funktioniert es nicht. So funktioniert das vielleicht bei der ÖVP. Sie sind eine Woche lang korrupt und am Sonntag gingen sie in die Kirche und gingen beichten und glauben, das ist dann wieder alles in Ordnung. Aber so läuft das nicht, meine Damen und Herren. Und ein Beispiel, wie es in anderen Ländern abläuft, das ist zum Beispiel Kirgisistan. Das ist da irgendwo neben Tadschikistan und Kasachstan und liegt neben China. Und ein Bericht aus der Berliner Zeitung schreibt, die Staatsanwaltschaft wirft dem kirgisischen Gesundheitsminister Ali Kamdir Beshenaliev Korruption, Bestechung und Amtsmissbrauch vor. Ich habe nachgeschaut, er ist kein ÖVPler. Aufgrund der Vorwürfe wurde er Anfang Juni verhaftet. Eine zentrale Rolle in dem Ermittlungsverfahren spielt dabei die Bestellung von Corona-Impfstoff. Der 62-jährige Gesundheitsminister soll rund 2,5 Millionen Impfdosen gegen Covid-19 gekauft haben, die niemand brauchte.
Jetzt vergleichen wir das mit Österreich. Ich glaube, wir haben 30 Millionen Impfdosen. Da waren einmal alle drei Gesundheitsminister verhaftet. Und wenn wir von den 2,5 Millionen ausgehen, dividieren wir es noch hoch, dann gehen noch 14 andere Minister auch noch mit ins Häfen. Und das, meine Damen und Herren, und das höre ich auch draußen bei der Bevölkerung immer öfter. Und ich verstehe es. In Wahrheit braucht es einmal eine Politikerhaftung. Es gehören einmal die Politiker zur Haftung herangezogen. Die gehören wirklich einmal, das kann ja nicht sein, dass die Regierungen machen, was sie wollen. 4 Milliarden Euro für sinnlose Tests, wo jeder sagt, die waren für die Fisch. Wir haben null evidente Zahlen. Wir können aus dem, was bei uns in Corona passiert ist, nichts lernen, weil es gibt keine Aufzeichnungen. Aber wir haben 50 Milliarden Euro rausgekaut. Und nachher sagen wir, warum reden wir jetzt nicht mehr drüber, weil wir wollen jetzt nicht mehr drüber reden. Das ist die ÖVP. Na sicher nicht. Da bin ich sofort für eine Politikerhaftung. Bei all diesen Dingen. Und ich hoffe auch, dass all diese Corona-Sachen aufgearbeitet werden. Vielleicht gibt es auch einen Untersuchungsausschuss dazu. Und abschließend möchte ich jetzt der ÖVP noch gratulieren. Und zwar, die ÖVP hat ja vor kurzem einen großen Wahlerfolg eingefahren mit der Bundespräsidentschaftswahl. Sie haben ja mit dem Van der Bellen einen echten christlich-sozialen, wertekonservativen Schwarzen unterstützt. Nur einen Fehler haben Sie gemacht, meine Damen und Herren von der ÖVP. Sie haben das Ganze nicht zu Ende gedacht. Denn gerade für Sie von der ÖVP wäre es total wichtig gewesen, einen eigenen Kandidaten zu stellen, weil immerhin ist der Bundespräsident ja der Einzige, der Häftlinge begnadigen kann. Applaus.